Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 7 und wir haben letztes Mal das Video gesehen. Puh. Und Evelyn ist nicht so begeistert, dass wir keine Familie mehr sein wollen. Also ich das gesagt habe. Ich bin immer noch unbewaffnet. Ja. Dann schauen wir das einfach mal in dem Gang weiter, würde ich sagen, den wir hier im Video gesehen haben. Wo wir dann rausgeflogen sind. Also beziehungsweise, nee, hier kommt das, wo Adam gestorben ist. Sieht man hier auch noch ganz gut. Ja, was ist denn das? Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Aber was war das gewesen? Durch das Wasser ist das. Er ist kaputt gegangen, glaube ich. Enektoxin zerstört aller Indie. Biobas Nummer bist. Injektionen verwenden. Tee muss vorstimmen. Dann geben Sie Probe in den Behälter. Die Probe ist weg. Was mache ich denn jetzt? Nee, das ist eine Leiter, die mich woanders hinführt. Dann gucke ich jetzt doch erstmal hier. Ah. Dietrich brauche ich. Oh, ich krieg Munition. Krieg ich auch eine Waffe? Aber flüssige Chemikalie. Ich habe kein Kraut mehr. Schießpulver. Kraut. Laptop. Er ist wohl kaputt. Hab keine Säure. Alles klar. Okay, geil. Weiter. Im Text gehen wir doch die Leiter jetzt hoch. Aber wir haben schon mal wenigstens eine Ahnung davon, dass wir bald eine Waffe bekommen werden. Sonst hätte ich die Munition nicht da. Hoffentlich stürzt er nicht ein. Total verrostet. Hier wird Werkzeug benötigt. Okay. Bin mal gespannt. Also das ist echt cool, so das Spiel. Also das gefällt mir voll gut. Und es geht echt viel länger, als ich gedacht habe. Oder ich bin halt sehr viel langsamer, als ich gedacht habe. Okay, hier scheint aber nichts zu sein. Also außer die Luke. Wie gesagt, wir hatten ja das noch mit den Sicherungen und so. Wow. Vielleicht funktioniert er noch. Ja, schauen wir aber erstmal um. Da ist noch eine Tür. Na, erstmal Fluchtwege checken. Liegt hier irgendwas auf den Steuerkonsolen? Nee, ne? Oh. Wie gesagt, Waffe und so, ne? Da ist noch eine Schublade, glaube ich. Da ist noch eine Tür. Okay, zwei Türen und eine Kamera. Mal schauen, was sie macht. Oder was wir zu sehen bekommen. Ah, das ist der Raum, wo wir waren mit Evelyn. Der Schacht, wo wir eben waren. Das weiß ich gerade nicht, aber 3F. Ethan ist in S2. Hoffentlich schaffe ich es noch. Er
Er hat sich noch nicht verwandelt, er ist noch nicht da drin. Unterstes Deck. Da waren wir schon. Ich finde dich, Ethan. Ah! Ethan! Hör auf, Evelyn! Bin wieder wach. Halluzination. Wo ist sie? Scheiße, Ethan hängt da einfach fest. Ich habe fast die Befürchtung, man sieht von Ethan nie das Gesicht, kann das sein? Captains. Kapitänskapitän. Kabine. Vom Captain. Die Kajüte. Die Karte des Schiffs! Okay, sehr gut. Und ein Kreuzschlüssel. Auch sehr gut. Und eine Waffe. Okay. Das kann ich nicht verwenden. Eine Bombe. Okay, müssen wir nochmal später zurückkommen, aber ich habe jetzt zumindest einen Kreuzschlüssel. Jetzt kann ich wenigstens den Fahrstuhlschacht aufmachen. Machen wir gleich. Bombe, ne? Ah, die andere Seite. Alles klar. Ah, diese ist auf der 1, alles klar auch. Okay, muss ich mir ja merken. Wenigstens sind wir halbwegs bewaffnet. Ging das früher auch? Nein, ne? Jetzt komme ich hier wieder raus. Okay. Da muss ich jetzt wirklich wieder runterfallen. Ich rette dich, Ethan! So. Aber wie komme ich denn jetzt an die Waffe ran? Mit dem Dietrich wahrscheinlich auch wieder. Da brauche ich aber Dietriche. So. Dreh dich und... Okay. Wieso ist der weg? Das Maschinengewehr bekommen, den Schlüssel für den Waffenschrank finden, die Tür mit Ätzmittel öffnen, von oben in den Fahrstuhl einsteigen, zu untersten Ebenen und zu Ethan gehen. Ich brauche die Waffe unbedingt. Louis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation in 3F reparieren. Du musst Dr. Weddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Twain, The Rock, Johnson. Da fehlt eine Sicherung. Ich brauche das Netzkabel. Okay, und eine Sicherung. Das ist ja jetzt scheiße. Hoch, runter? Ich habe jetzt ein Messer. Bleib drin. Das ist ja scheiße. Mann, ey. Diese Viecher machen mich fertig. Bin jetzt hier, ne? Ah, ich weiß, wo ich bin. Ich habe die Bomben alle aufgenommen, das war dumm, ne? Ich hätte die... Scheiße, ich hätte das aufmachen müssen, hätte das öffnen müssen, nur und hätte die Bomben nicht mitnehmen dürfen, dann hätte ich die für jetzt gehabt. Ist ja dumm.
Da. Ein Dietrich. Ach, schau mal. Dich habe ich ja gar nicht vermisst. Wie kriege ich denn den jetzt? Okay, dann müssen wir jetzt nochmal zum Captain gehen. Damit machen wir nämlich den Waffenschrank jetzt auf. So, dann können wir nämlich hier raus und dann müssten wir jetzt eigentlich da wieder hochklettern können. So, jetzt hier hoch. Und dann können wir nämlich die Waffe holen. Oder ist das... Ne, da stand Schlüssel für den Waffenschrank, ne? Geht das mit dem Dietrich nicht? Das ist die Frage. Wenn nicht, dann öffnen wir das andere Ding. Wenn nicht, müssen wir mal gleich mal gucken. Schauen wir mal einfach jetzt. Wenn es nicht geht, wenn wir wirklich einen Schlüssel dafür brauchen, dann öffnen wir mit dem Dietrich das andere. Wir hatten ja da noch was. Uah, scheiße! Fuck it! Tot, wa? Habe ich nicht damit gerechnet, aber obwohl eigentlich schon, das hat er gespeichert. Irgendwo klar. Aber weh, das funktioniert jetzt nicht mit dem Dietrich. Funktioniert nicht mit dem Dietrich. War klar. Ups. Ich mag die Bomben. So. Den Dietrich, die Waffe, den Schlüssel. Dein fucking Ernst? Ich dachte, da wäre... Mano. Ich dachte, da wäre was Cooles drin. Ich dachte, da wäre was richtig Cooles drin. Mann, eine antike Münze, was bringen mir die denn jetzt noch hier? Gibt's doch nichts, wo ich die Münze reinmachen kann. Oder habe ich was übersehen? Ich meine, das ist ja auch in dem Sinne kein Safe Room. Das wird wohl anders sein, aber hier gibt's ja keine Truhe. Bedeutet, ich dürfte eigentlich gar nicht so viel finden, als dass es sich lohnt. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir denn jetzt? Wir gehen erstmal hier runter, klar. So. Unten sind halt Sachen, ne? Also, die ich gehört habe. Da oben ist auch einer, jetzt habe ich halt keine Bomben mehr. Hier waren wir noch nicht. Safe Room! Ach, wie geil! Hier sind wir jetzt! Ja, das ist, falls man das nicht gelesen hat, ne? Genau. Pistolen, Munition. Ätzmittel für die Tür da hinten. Alles, was Ethan hatte, ist nicht mehr in den Kisten. Das ist schade, weil ich habe sehr viel Zeug aufgehoben, weil ich gedacht habe, ich könnte das für später gebrauchen. Ja, speichern wir gerade mal hier. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir denn jetzt an Waffen ran? Wollen wir mal mit dem Ätzmittel zu dieser Tür gehen? Da war ja, wo wir gerade die Bombe für das Viech gemacht haben. Müsste jetzt eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt hier mich hinhocke? Hier hochgehe? Ich habe das Gefühl, ich höre die Monster mehr unten und wir brauchen erst Sachen.
Vielleicht kriege ich ja dann da den Schlüssel für die Waffenkammer. Ich bin halt dumm, in dem Sinne dumm gelaufen, weil ich praktisch die Bomben für die Viecher dann verbrennen musste. Oder benutzen musste. Ich hoffe, das war klug. Das zu benutzen, das Erzmittel, meine ich. Hier sind wir rausgeflogen. Es speichert, das macht mir Angst. Sind wir denn jetzt gut unterwegs? Sind wir jetzt irgendwo falsch? Exit. Ich habe halt nur ein Messer, ne? Ich brauche das Kabel eh. Ist das nicht hier, ne? Och, Dickerchen! Ich glaube, vor dem muss man fliehen. Oder das hier benutzen. Bist du scheiße? Alter, so. Stirbst du mal? Sag mal, ich will jetzt nicht alles gegen dich verpulvern. Komm hier nicht raus, ne? Sag mal, ich habe halt keine Waffe, das ist ein bisschen unkacke. Ein bisschen kacke, meine ich. Was soll ich denn machen? Ich komme halt hier nicht auch raus, ne? Achso, ich hab kein Kraut, alles klar. Der Typ, ne? Gegen den musste ich ja jetzt alles verpulvern, was ich hatte. Ich dachte, die eine Bombe würde reichen. Aber irgendwie auch nicht, ne? Soll er von mir aus da bleiben? Den will ich jetzt nicht unbedingt töten müssen. Hoffe ich, dass der da bleibt. Ich hab nur alles verbraten, was ich an flüssigen Chemikalien hatte. Ich hätte vor dem eher weglaufen sollen. Aber ich dachte echt, ich würde den irgendwie töten können. Aber das konnte ich ja jetzt irgendwie nicht ahnen, dass der so kacke drauf ist. Mann, ey. Das ist ja furchtbar. Weiß ich nicht. Das ist ja doof. Hoffentlich brauchen wir die Medizin nicht später. Das ist ja ein bisschen unfair gewesen jetzt, weil ich dachte echt, der würde mit der Bombe und dann war ich in dieser Ecke und ich dachte, mit dem Messer könnte ich ihn töten. Naja, wenn nicht, kann ich glaube ich nochmal neu laden, falls wir ganz verkacken sollten am Ende und merken, irgendwie die zwei Medizin hätte es uns wirklich jetzt gegeben das Leben. Ansonsten würde ich nämlich sagen, machen wir jetzt erstmal Schluss für heute mit der Folge hier und wir sehen uns dann wieder, hoffentlich wieder in einer neuen Wiederfolge von Resident Evil 7. Macht's gut, Leute, bis dahin. Tschüss.